Meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Goose Goose Duck. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und vergesst nicht, die Kanäle der anderen zu besuchen. Die sind in der Beschreibung verlinkt. Warte, erst wieder mal gucken. Mute, ja. Okay, ich habe Lava, aber ich weiß nicht mit wem. Wem wurde ich erst mit Dave an? Das ist wichtig. Okay, ich brauche Trauben. China. Tomate. Achso, die müssen da unten hin. Ups. Hallo, jetzt nimm's doch. Verbuggt. Nice. Nochmal. Muffin. Schinken. Kartoffel. Räubchen. Wiesgus freigeschaltet. Oh, da oben ist direkt noch eine Task. Ah. Schnell! Oh, das ist falsch! Wie macht man's? Wie macht man's? So, okay. Warte mal, wenn ich schon hier bin. Wo ist es? Hey, wieso? Ich habe eine sehr interessante Rolle. Leute. Ihr glaubt es mir nicht. Ja, okay. Und zwar, wir sind im Raum, wo es da gebrannt hat. Genau. Ich bin kurz in den Flur gelaufen, lauf wieder zurück. Auf einmal sehe ich dann die drei, wie die auf einmal explodieren. Ich wollte mich umbringen und dann, ich hatte Wir sind alle drei gleichzeitig umgefallen. Also das muss dann Lava sein? Lava-Sheriff? Irgendwas anderes. Ja, Lava und Sheriff dann, ja. Ja, Sheriff hat wahrscheinlich Lava umgebracht und ist auch gestorben und der andere Lava ist auch gestorben. Ja, genau, weil die drei sind wirklich gleichzeitig umgefallen, also ich bin wirklich unschuldig. Ja, also ich bin zwar krass, ich bin krass, aber ich kann nicht drei Kills machen, das schaffe ich nicht. Also, aber ich bin schon krass, also... Okay. Also, wo wart ihr jetzt? Ja, bestimmt wird, dass die Lava immer in der ersten Runde sterben müssen. Ja, ist okay. In dem Raum mit dem. Oh, jetzt ist weg. Scheiße. Oh. Ich war rechts daneben, rechts in dem Feuerraum, da habe ich gerade gepuzzelt. Ich war gerade auf dem Weg, da ich stand an. Du willst jetzt wohnen, oder? Also, theoretisch ist da jetzt einer raus, wenn es mit dem Sheriff verbunden war, auf jeden Fall. Ja. Weil das müsste dann ja. Wieso? Wir haben zwei Lava Ducks vielleicht und einen Sheriff, oder? Der unschuldig getötet hat. Oder nicht? Das heißt, eigentlich sind noch alle Imposter drin, oder nicht? Oh, Duck. Nee, wenn der Sheriff aber doch Ducks killt, dann bleibt die Duck doch leben und die er stirbt, oder nicht? Aber also dann. Muss beides erwischt sein. Gibt's eine Lava Duck? Gibt's auch, ja. Ah, okay. Also, ja. Also, sonst kann das denn nicht. Sven hat nicht gewohnt. Dann würde ja auch der eine noch überall am Leben sein, oder? Ja, keine Ahnung. Sven, konntest du nicht wohnen, oder? Ich hab vergessen zu wohnen. Sicher? Konntest du die Taste nicht drücken aus dem Grund? Ja. Ja. Was? Mann! Warum halten mich alle immer für den Bösen? Jedes Mal hält mich jeder für den Bösen. Ich glaube, es ist egal, wo ich was hinpacke, ne? Einfach nur Dinner servieren. Das kann ich ignorieren. Als Toter kann ich nicht machen. Was zum... Er hat sich mit dem Kronleuchter erschlagen. Ich beseitige mal die Spuren. Ha 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 ha
Der Kill war gut, das war ein Selbstmord. Dave wollte nicht mehr leben. Oh, ich hab was bekommen zum Craften. Das habe ich bis immer noch nicht verstanden. Dave, ich fand das wunderschön, ne? Du bist so ein Assi. Okay. Ja. Ja, danke. Dave hat sich mit dem Kronleuchter erschlagen. Holger, du bist schon echt eine Sau. Ja. Weißt du, bin ich am Putzen vom Teppich, ja. Ich hab eine mega geile Rolle, Alter, das ist ja die geilste Rolle. Ich hab nur gesehen, dass Dave am Kronleuchter schlagen. Ich kann mich einfach in Schränken verstecken, wie geil ist das denn? Yes. Oh. Ich hab's versucht. Da ist der Fingerabdruck. Wo hab ich noch? Da hinten. Achso, das ist draußen. Komm, putz, wie du noch nie geputzt hast! Hä? Ach so, ich muss gucken, dass die gleich aussehen. Das ist er. Wo kann ich mich denn überhaupt heilen? Weil ich bin ja jetzt diese Snoop Ghost. Kann ich mal was anderes machen als sauber machen? Hier war doch gerade. Hüpp. Bin bestimmt jetzt eine Leiche. Dann wird mich wieder jeder verdächtigen. So, da ist die Leiche. Ja, also ich und der Schwänzel, wir wollen gerade am Angeln, ne? Und ich hab nichts gefangen, das ist gar nicht... Ich will nur sagen, dass das... Auch, wie kann man denn überhaupt angeln? Also, das ich will nur sagen, dass das Schnabelvieh in der Küche vom Herd war. In der Küche vom... Herd. Vom Herd, zwischen Herd und Tisch. Ah, okay. Oben. Behaupte ich einfach mal, das war der Hamster. Nee, Sherpa ist gestorben dort, das war eine weiße Ente. Herd und Tisch, nee. Weiße Ente ist... Hamster war der Killer, sag ich. Hauptsache schön lecker war. Wer war denn alle, wer war denn wo mal bitte? Als ich war mit Schwänzel beim Angeln draußen. Ja, aber ich habe nichts gefahren. Ich kann dir so sagen, wie ich gelaufen bin. Ich bin von Sitting Room einmal komplett durchgerannt. Mir ist egal, wo bist du jetzt aktuell in der Küche? Ja, ich bin ja der, der reported hat. Ich sag dir, in all der way. Küche. Ja, weil ich hatte doch eine Task. All way by laboratory. Ich bin über den Westwing gerannt, über Studi nach Laboratory meinst du dahin. Und danach über den Highway to Library und dann zur Küche. Hamster, wo bist du? Ich bin draußen, Grounds gerade. Hallway Laboratory, wer war das da? Also. Maximal Lost. Maximal Lost. Ich gehe mit Hamstern. Nein, warum? Ich sag, der Hamster ist aus seinem Hamsterrad im und hat Morde begangen. Ich glaube, der hat Killerinstinkt. Ich hab mal gehört. Ich war mit Morden zusammen im Dining Room. Ja, war ich auch. Hamster gut. Hauen und ich waren Kinder. Die ganze Zeit zusammen. Hauen ist auf jeden Fall. Ja, das ist das gleiche Töten, also von dem her. Ich gehe mit Hamster mit auf jeden Fall. Ich glaube, das war Maximal Lost. Der ist von der Küche eben nach oben gerannt. Das kann auch. Wo bin ich? Da. So, einmal hier. Hä? Aber was Neues! Danach gehe ich zur Küche. So. Ich mach das jetzt mal ganz schlau. So, wie komme ich zum Dining Room am besten? Ich esse es einfach scheiß drauf, ob da Viecher drauf sind. Ich werde sterben.
Ich bin tot. Bin sowas von tot. Wisst ihr was? Wo ist der nächste Schrank? Wo ist der nächste Schrank? Ich hab Angst. Wir leben. Okay, Shining, Hamster, Hoden können es nicht gewesen sein. Stand da nicht gerade noch neben mir der Maxi? Also, ich habe ihn jetzt gefunden im Hallway, genau neben Lavatory. Okay. Du meinst Library, oder? Nee, Lavatory. Lavatory. Lavatory, genau. Achso, da. Kann lokal gewesen sein. Ich hab grad das Licht angemacht. Dave, wir haben den nicht öfters gesehen, ne? Wir sind durcheinander gelaufen. Lass mich das ganz kurz rekonstruieren. An mir vorbeigelaufen sind Schwänze, Boden, Hamster und Paul. Mhm. Hallo? So, die sind Richtung Licht gegangen. Richtig. So, dann blieb übrig Shining, ich und Maxi. Ich wollte gerade sagen, ich bin auch in der Dunkelheit mehrmals durch dich durchgelaufen. Shining war mit mir beim Essen. Mehr oder weniger. Das heißt, es können Schwänze, Hamster oder Hoden gewesen sein. Nein, Hoden war es nicht. Die sind mir aber alle drei entgegengekommen. Ja, aber beim ersten, bei der ersten Runde, als die zwei Leute gestorben sind, war ich die ganze Zeit mit Hoden zusammen. Ich wollte Hamster. Wir haben, glaube ich, noch gar keinen Imposter raus, oder? Nein, nee, deswegen, ich vote Hamster, weil es keine andere logische Erklärung gerade für mich gibt. Ich war doch auf dem Weg zu... Du hast mich doch gesehen, Junge. Ja, aber du bist als einer der letzten mit Hoden aus der Küche rausgekommen. Paul und Schwänze. Wer war da am Ende bei mir? Ich war bei dir, nee, Shining. Nein, das war doch keine grüne Ente. Hamster? Ja, ja, Hamster. Ich glaube, Shining war es auch, aber ich weiß es nicht. Shining, ich war mit dir in... Krass, dass Schwänze war. Krass, dass Dave war. Ich war mit dem Essensraum an der Glocke, damit ich schon komm, Schwänze hat ihn gekillt, Alter. Und musste voten, weil es irgendwie so ein scheiß Detective, keiner Dings war, Alter, wie er heißt. Der quackt jetzt in seinem Hamsterrad. Wo will ich hin? Ganz nach oben. Kacke, verdammt. Okay, wie macht man... Okay, Shining, ja, habe ich das richtig gedeutet? Ich bin nicht der Imposter, ich habe diese eine Fähigkeit, ja. Okay, gut. Was für eine Fähigkeit, hä? Gänsefähigkeit. Okay. Ja, eine Gänsefähigkeit habe ich. Die in dieser Runde schon mal hatte, also im Verlauf, wo wir Menschen also waren. Also im Verlauf unserer Menschen oder Schwänze. Hab ich die schon mal. Also, ich bin's auf jeden Fall nicht. Ich war mit Shining unterwegs und ich habe sogar extra geguckt, wo ihr alle seid, nachdem das Live. Ich wollte euch beiden mitteilen, weil ich mir bei euch sicher war, dass ihr safe war, dass ich diese Fähigkeit habe. Ich glaube auch, dass Paul safe ist. Ich glaube das. Ich wollte euch nur zeigen, dass ich habe, und ich werde sie jetzt auch nutzen. Dann ist auch safe. An irgendeiner Stelle. Wenn ich was sehe, sage ich es dann auch. Bei dir ist ich weiß einfach nicht, was ihr für eine Fähigkeit meint. Also deswegen sage ich es ja nicht. Das ist auch egal. Wir müssen es sagen, Sven. Und allein, weil du schon das versuchst rauszukitzeln, glaube ich, dass du es bist. Nee, ich versuche also nur das zu sagen, aber... Nein, stopp, ich bin mir aber nicht sicher. Das ist mein Punkt. Weil ich habe ihn vorher gesehen, ich war bei Shining zuerst und dann wart ihr auf einmal alle weg. Also ich habe nur Shining gesehen, diese Runde. Also ich bin für einen Skip, weil ich glaube, wir waren mit Hamster auf jeden Fall richtig. Ich möchte nur mitteilen, dass auf jeden Fall Shining safe ist. Paul auch, meiner Meinung nach. Okay. Ist Sound auch safe, das heißt Dave oder Schwänze. Ich skip einfach. Ich glaube, ich weiß. Aber ich wollte das hier halt nur mitteilen, Dave. Ich glaube, ich weiß, warum Paul Hoden safe. Ja, weil ich ganz am Anfang mit ihm die ganze Zeit rumgelaufen bin. Und da zwei deswegen. Also Dave, bei mir weißt du jetzt, warum ich safe bin.
Ich glaube, ich weiß, welche Rolle ihr unter anderem habt. Ich vermute es. Einer für Sven, alle okay, anderen für Skip und ich guck erstmal. So, ich werde diese Fähigkeit jetzt nutzen und mich in irgendeinen Schrank hocken. Wo würde am ehesten... Ich bin die ganze Zeit gemutet, sorry. Ich muss mir einen guten Schrank suchen. So, dann gucken wir mal, ob wir was sehen. Also, um meine Fähigkeit zu erklären, ich kann mich in Schränken verstecken. Ich gucke jetzt, ob ich was sehe. Moment, ich guck mal über Tab. Gibt's was Besseres? Also, das war aber von mir auf jeden Fall Big Day Move, ne, Dave? So, ja, zu zeigen. Okay, das war der mega geile Move. Wie hast du jetzt Schwänzel getötet? Ich? Ja. Ich hab ihn nicht getötet, ich hab meine letzte Task mal nicht gemacht. Oh, du Genius, ey. Das Ding ist, wer von euch war der Falken? Warst du das nicht? Wenn er so durchgepusht, die ersten Kills, die er macht, den einen Imposter killt er, den zweiten als nächstes killt er den anderen Imposter. Aber die, aber es war nützlich für dich halt, das zu wissen, ne? Wie ist King gestorben? Das bin ich. Durch den Falken direkt am Anfang. Ah, okay. Sieht der Falken die anderen Imposter? Nee. Okay. War komplett random. Er hat einfach random reingestochen. Tut mir leid, Holger, dass ich dich verdächtig habe. Das macht keinen Sinn mehr. Aber ich habe extra noch hier Light und so alles gemacht. Aber Dave, danke, dass du es direkt verstanden hattest, dass ich Snoop war. Haben wir nochmal erfahren, was es mit dieser Fähigkeit von Ding Shining auf sich hat? Kann sich verstecken, genauso wie der Spy. Und das habe ich Dave und Pi gezeigt. Die können sich verstecken in Schränken. Ich habe extra Pi und Dave so symbolisiert, dass ich denen irgendwas zeigen wollte und bin dann in den Busch gesprungen. Ja, und das habe ich halt gesehen und dann wusste ich, Shining ist safe. Und bei euch beiden wusste ich, ihr müsst Lover sein. Ja, das war's mit dem heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und besucht natürlich auch die Kanäle der anderen. Tschüss.